und Herren, wir begrüßen Sie zur Runde der Spitzenkandidaten zur Nationalratswahl 2017 aus unserem großen Publikumsstudio hier im ORF-Zentrum am Königlberg. Wir diskutieren heute mit unseren Gästen darüber, wohin Österreich steuert, und dem geht voraus, wohin unsere Gäste die Wählerströme steuern. In Zweierkonfrontationen haben wir alle schon erlebt, und so wie heute waren da jedes Mal auch viele Schülerinnen und Schüler dabei. Wir begrüßen auch heute wieder all die jungen Menschen, die vielfach das erste Mal von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und heute zu uns auf den Königlberg gekommen sind. Herzlich willkommen. Sie, die Spitzenkandidaten, waren in zahlreichen Konfrontationen bei uns zu Gast und in den langen Wahlkampfwochen auch in einer ganzen Reihe weiterer Diskussionen und Interviews. Danke, dass Sie am Schluss dieses außergewöhnlichen Wahlkampfs zu uns gekommen sind. Ich begrüße SPÖ-Spitzenkandidat Bundeskanzler Christian Kern. Guten Abend. Schönen guten Abend dem ÖVP-Spitzenkandidaten Außenminister Sebastian Kurz. Guten Abend. Ich begrüße den FPÖ-Spitzenkandidaten Klubobmann Heinz-Christian Strache. Grüß Gott. Ich begrüße die grüne Spitzenkandidatin, Vizepräsidentin im EU-Parlament, Ulrike Lunacek. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und einen schönen guten Abend dem Spitzenkandidaten der NEOS, Klubobmann Matthias Strolz. Guten Abend. Der Wahlkampf, den Sie fünf jetzt hinter sich gebracht haben und der gewiss noch einige Termine in den letzten Tagen bereithalten wird, der war nicht immer von Sachdiskussionen geprägt. Und jetzt rede ich noch gar nicht über das Dirty Campaigning, das dann auch ein Thema war, sondern der war vielfach natürlich von Atmosphärischem geprägt, von Betriebsbesuchen, von Besuchen in sozialen Einrichtungen, von Jahrmarktbesuchen und von Jubelaktionen mit eigenen Funktionären, so wie sie jetzt auch vor dem ORF Zentrum stattgefunden haben. Traditionellerweise ist das immer so bei diesen Gelegenheiten, wenn die Schlussrunde der Spitzenkandidaten bei uns im ORF-Zentrum stattfindet. Und bei der Gelegenheit, meine Damen und Herren, haben wir die eintreffenden Kandidaten gefragt, wie sie den Wahlkampf, diese anstrengenden Wochen jetzt zuletzt erlebt haben. Wahlkampfbilanz in einem Satz. In einem Satz? Aufholjagd! In einem Wort? Ich bin zufrieden. Es liegt in den Händen der Bürgerinnen und Bürger. Also ich freue mich darauf, in Zukunft weiterhin mit aller Freude und mit vollstem Herzen den Österreicherinnen dienen zu dürfen, nämlich dort, wo man hingestellt wird. Ich bin dankbar, dass wir so viel Rückenwind haben, um eine echte Veränderung in Österreich auch möglich zu machen. Ja, jetzt geht's erst richtig los. Wir werden ein starkes Finish haben. Einige Eindrücke aus dem Wahlkampf, der ohne Zweifel ein außergewöhnlich heftiger war. Einer, in dem vor allem, wie zuerst schon erwähnt, in der Schlussphase vielfach nicht unbedingt die Sachthemen im Mittelpunkt gestanden sind. Und deshalb am Beginn unserer Diskussion widmen wir uns der politischen Kultur in diesem Wahlkampf. Herr Kern, das war einer der heftigsten Wahlkämpfe der Republik. Das Vertrauen der Bevölkerung ist durch diese sehr schwer verstörenden Ereignisse rund um die Causa Silberstein schwer beschädigt. Wie wollen Sie das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik wiederherstellen? Also ich denke, diesen Wahlkampf hätten wir uns in der Tat sparen können. Man muss dazu sagen, am 15. Oktober, am kommenden Sonntag, geht es allerdings nicht um die Frage, wer die meisten Luftballons vor dem ORF positioniert hat oder wer die besten Plakate, die besten Sprüche hat, sondern es geht um eine Veränderung, es geht um eine Richtungsentscheidung fürs Land. Und die Frage, die zu beantworten ist, über die Frage, die sich die Wähler im Bild machen müssen, ist, welche Art von Veränderung wollen wir in Österreich haben? Und wir stehen für ein Konzept der Veränderung, die auf den wirtschaftlichen Erfolg setzt, die soziale Verantwortung ernst nimmt, die auch auf gesellschaftliche Offenheit größten Wert legt, wenn man so will, die Fortsetzung
des österreichischen Wegs, der mit Bruno Kreisky begonnen hat. Und ich denke, das ist auch die Antwort auf Ihre Frage. Am Ende geht es darum, dass wir dieses Land besser machen, dass wir es an der Spitze der erfolgreichsten Nationen der Welt halten und dass jeder in unserem Land die Chance bekommt, von diesem Erfolg auch zu profitieren. Es geht darum, Vertrauen zurückzugewinnen. Es ist ein Wahlkampf, der bei allen Kommentatoren und Politikbeobachtern als einer bewertet wird, der am Tiefpunkt angekommen ist. Inwiefern sind es nur die anderen Parteien oder ist es aus Ihrer Sicht vor allem die SPÖ oder trägt da die ÖVP auch einen Anteil daran, dass sich manche Leute abwenden? Also ich glaube, zunächst einmal kann man zusammenfassend sagen, nicht nur die Spitzenkandidaten sind wahrscheinlich froh, wenn bald einmal gewählt wird, sondern ich glaube auch, dass die Bevölkerung froh ist, wenn bald einmal gewählt wird, weil gerade wie dieser Wahlkampf stattgefunden hat, das widert natürlich viele Menschen zu Recht an. Ich habe immer in meinem politischen Tun auf Sachpolitik gesetzt, in meiner Regierungsverantwortung, auch in diesem Wahlkampf ganz bewusst versucht, einen neuen Stil zu prägen, andere nicht anzupatzen. Ich werde diesen Weg auch weiter fortsetzen. Ich glaube, es ist jetzt auch gar nicht notwendig, allzu viel Vergangenheitsbewältigung zu betreiben. Wir wissen, dass hier aus dem Ausland Methoden nach Österreich importiert worden sind, die so in Österreich, glaube ich, keinen Platz haben sollten. Ich habe einen Vorschlag gemacht, nämlich, dass wir uns im Parlament darauf einigen, einen Straftatbestand Dirty Campaigning zu schaffen. Es gab einige, die da auch Zustimmung signalisiert haben. Ich hoffe, dass das zumindest für die Zukunft sicherstellt, dass so etwas strukturiert und bezahlterweise nicht mehr stattfinden kann. Ich glaube, wir alle müssen viel aushalten im Internet. Wir werden auch nie die hundertprozentige Kontrolle haben, was dort gepostet wird. Vieles ist unter der Gürtellinie. Aber wir sollten zumindest sicherstellen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr bewusst gesteuert und bezahlterweise stattfindet. Aber ich glaube, wir haben noch ein paar Tage Zeit. Da sollten jetzt hoffentlich die Inhalte im Vordergrund stehen und vielleicht schaffen wir es ja auch heute, eine würdevolle Diskussion zu führen. Ich glaube, es wird allen Beteiligten gut tun. Das ist unser Plan. So ist es, aber natürlich wollen wir Sie alle zu dieser politischen Kultur befragen. Herr Strache, die Heftigkeit der Auseinandersetzung zwischen Rot und Schwarz, die hat viele überrascht. Hat es auch Sie überrascht? Denn Sie haben Ihre Strategie gewechselt und Sie sind viel, sagen wir, sanfter im Wahlkampf aufgetreten, was man von Ihnen nicht gewohnt ist und Ihre Wähler und Wählerinnen auch nicht gewohnt sind oder waren. Ist doch schön, wenn man stärker den Menschen und das Wesen des auch von mir kennenlernt. Und das ist ja auch gut so, denn wir alle haben ja den Anspruch, in unserem Land hoffentlich den Menschen dienen zu wollen und nicht irgendwelchen Systemen und Interessenslagen. Und ich glaube, was da in den letzten Jahren auch sichtbar geworden ist, das war natürlich auch die permanente Situation, Streitereien in einer Regierung erlebt zu haben, Stillstand erlebt zu haben, viele Versprechungen erlebt zu haben, die nicht eingehalten worden sind und wo man die wirklichen Probleme der Menschen zu wenig ernst genommen hat und auch nicht die soziale Gerechtigkeit und Fairness geschaffen hat, die sich viele wünschen. Und dann war dieser Höhepunkt der politischen Unkultur, nämlich sichtbar geworden, dass da ganz bewusst und strukturiert man mit Diffamierungen und Dirty Campaigning-Methoden gearbeitet hat. Da hätte ich mir halt auch gewünscht, dass jene, die das betrieben haben, auch Verantwortung dahingehend übernehmen, dass man sich hinstellt und dann einmal Entschuldigung sagt. Denn das wäre genau der menschliche Zug gewesen, den die Österreicher erwartet hätten, dass man sich auch für etwas entschuldigt und das wäre korrekt gewesen. Das ist leider in der Form ja nicht der Fall gewesen. Man hat weiter mit Schuldzuweisungen gearbeitet und operiert. Und ich denke, dass das natürlich nicht jene Entwicklung darstellt, die sich die Menschen in unserem Land wünschen. Frau Lunacek, die Grünen waren gleich zu Beginn des Wahlkampfs, noch vor dem Sommer, mit dem Thema politische Kultur befasst. Aber da ist es nicht um die anderen Parteien gegangen, sondern um ihre eigene. Es hat eine de facto Spaltung der Partei gegeben, jedenfalls wenn man den Umfragen glaubt und wie sie sich derzeit darstellen. Sind Sie mit dem Krisenmanagement seither zufrieden? Also Herr Leitner, lassen Sie mich zuerst einmal sagen, dass es mich wirklich freut, wie viele junge Leute hier sind. Denn das ist ja die Zukunftsgeneration. Und um diese Themen, die Zukunftsfragen, sollte es in diesem Wahlkampf ja auch gehen. Ich habe und wir Grüne haben versucht, das in den Mittelpunkt zu stellen. Und ja, es stimmt, da war im Frühling nicht alles so, wie wir Grüne uns das auch vorgestellt haben. Aber dieser Wahlkampf, da haben wir versucht, tatsächlich diese Zukunftsfragen in den Mittelpunkt zu stellen. Und auch einen Stil
in den Vordergrund zu stellen, der eben auf Zusammenhalt geht und auf Solidarität, auf gemeinsam Lösungen zu finden und nicht auf Spaltung, auf Hetze und Hass, das, was wir in der Vergangenheit von der FPÖ gekannt haben und in diesem Wahlkampf auch von den beiden Regierungsparteien gesehen haben, in einer Art und Weise, die wirklich eine politische Unkultur gezeigt hat, die, und einen Tiefpunkt an Wahlkampfmethoden, die ich in Österreich eigentlich nicht mehr sehen will. Wie gesagt, wir haben versucht, die Zukunftsfragen in den Mittelpunkt zu stellen, auch um klarzumachen, dass wir in die Zukunft schauen, dass wir für die jungen Menschen in diesem Land etwas ändern wollen. Genau die Themen, die wichtig sind, die Frage der Lösung und der Kampf gegen die Klimakrise, die Frage der sozialen Gerechtigkeit in Österreich, in Europa und auch weltweit und auch Menschenrechte in den Vordergrund zu stellen. Und ich denke schon, dass uns das in einem großen Teil gelungen ist. Herr Strolz, Sie haben eine andere Art von politischer Kultur seit 2013 eingeführt. Sie sind ja dafür, dass die Parteienförderung gekürzt wird, drastisch gekürzt. Sie leben auch mit vielen Spenden. Soll es eigentlich die Bevölkerung beruhigen, wenn mehr private Spender eine Partei finanzieren als eben die Öffentlichkeit? Nein, das ist nicht die Intention. Wir NEOS schlagen vor, in ganz vielen Bereichen die Verschwendung zu beenden, damit die Menschen mehr Geld behalten können, damit wir die Steuern senken können. Die Menschen sollen mehr Geld in der Geldtasche haben am Monatsende, wenn noch viele Rechnungen kommen, aber das Geld nicht ausreicht oft. Und ja, wenn wir die Parteienförderung kürzen um die Hälfte, Frau Reiterer, dann ist sie immer noch im europäischen Spitzenfeld. Das heißt, wir wollen keine amerikanischen Verhältnisse. Ich glaube auch, dass wir Übereinkommen treffen sollten, dass die Ausgaben nicht so hoch sein sollen in Wahlkämpfen wie derzeit. Ich habe gesehen, schon über 10 Millionen Euro wurden ausgegeben für Inserate und für Werbung in diesen letzten Wochen. Wir haben mit Abstand das kleinste Budget. Wir haben die Hälfte der Grünen, ein Fünftel, wenn man es richtig rechnen würde, der anderen. Und mir ist halt wichtig, wir haben die Inhalte in den Vordergrund gestellt. Wir sagen Inhalte statt Intrigen. Wir haben hier Chancenpläne erarbeitet mit Vertretern auch aus anderen Parteien. Also es waren SPÖ-Mitglieder genauso dabei wie ÖVP-Mitglieder, ehemalige Grünwählerinnen, wie auch ehemalige Blauwähler. Und das ist auch mein Angebot für die Zukunft. Inhalte statt Intrigen. Ich werde bereits in der ersten Woche nach der Wahl auf alle Parteichefs, Parteichefinnen zugehen, mit der Einladung, sogenannte Chancengespräche zu führen, sodass wir auch zeigen können, dass wir einen Neustart in der politischen Kultur machen, in dem alle im Parlament zusammenarbeiten. Ich wünsche mir auch, wer immer in der Regierung ist, ich komme gleich zum Ende, wer immer in der Regierung ist, soll auch, so wie in Norwegen beispielsweise, mit Oppositionsparteien Gespräche suchen und schauen, was können wir gemeinsam machen die nächsten 5 Jahre. Zukunft, das richtige Stichwort. Wir wollen eben nach diesem Rückblick auf den Wahlkampf ausschließlich in die Zukunft schauen. Und anders als bei den vielen Konfrontationen bisher wollen wir die Themen nicht selbst, nicht ausschließlich selbst vorgeben. Das haben wir bisher ja immer gemeinsam mit unseren Redaktionskolleginnen und Redaktionskollegen gemacht und darauf geblickt, welche Themen es sind, die die Österreicherinnen und Österreicher interessieren könnten, und haben geschaut, dass die über die 10 Konfrontationen, an denen sie teilgenommen haben, auch tatsächlich vorkommen. Aber heute wollen wir umgekehrt, dass Sie uns sagen, was Sie für wichtig halten, worüber Sie entscheiden wollen in den ersten Monaten, im ersten Jahr bei einer allfälligen Regierungsbeteiligung Ihrer Partei. Welche Reformvorhaben Sie da haben, welches Gesetzespaket vielleicht in den Nationalrat geschickt werden soll und was für Sie die größte Priorität hat. Sagen Sie uns das in einem Satz. Wir wollen also vorerst diese Themen sammeln, damit wir sie dann, das, was Sie vorlegen, diskutieren können. Wenn mehrere von Ihnen, zwei oder mehrere, dasselbe haben, ist kein Problem. Ich fange mit Ihnen an, Herr Strolz. Wenn Sie in eine Regierung kommen sollten, am Tag nach der Regierungsangelobung, welches Projekt würden Sie in Angriff nehmen? Wenig überraschend. Ich will, dass jedes Kind, jeder Jugendliche, jede Jugendliche die Flügel weit spannt und dass die Talente in die Entfaltung kommen in diesem Land, dass wir die Schulen weg von der Defizitorientierung hin zu einer Potenzialorientierung bringen. Das heißt, Bildungswende ist mein Projekt. Ja. Bildungsreform, bitte. Frau Lunacek, was ist das Vordringlichste für Sie? Womit würden Sie beginnen?
denke, das vordringlichste Zukunftsthema ist tatsächlich der Kampf gegen die Klimakrise und die Klimakatastrophe. Was wir heuer im Sommer erlebt haben, Dürre, Unwetter, Murenabgänge, die Gletscher schmelzen, das ist dramatisch, das erleben wir auch in Österreich. Und da braucht es eine starke Ansage dagegen. Und da sind wir die Einzigen, die das tatsächlich tun. Herr Strache, was würden Sie 2018, sollten Sie in eine Regierung kommen, umgehend umsetzen? Da gibt es viele Themen, aber ein wesentliches Thema ist für uns natürlich die Situation, dass eine undifferenzierte Massenzuwanderung gestoppt wird und wir auch die drohende und Fehlentwicklung der Islamisierung auch in Österreich stoppen. Da ist vieles falsch gelaufen, da braucht es Integration und Gegenmaßnahmen. Heißt das aber jetzt, das Thema wäre jetzt Zuwanderung stoppen oder politischer Islamismus? Also ich denke, dass das eine das andere bedingt. Wir müssen einerseits die Zuwanderung stoppen, andererseits die Probleme, die im Land sind und zugelassen worden sind und hier Krisen auch entstanden sind, diese nicht nur erkennen, sondern auch gegensteuern. Gut. Zuwanderung stoppen, bitte. Herr Kurz, was wäre für Sie am vordringlichsten am Beginn einer neuen Legislaturperiode? Also ich glaube, es braucht Veränderungen in Österreich und da muss man in zahlreichen Themenfeldern gleichzeitig ansetzen. Einige sind ja schon genannt worden. Ein Thema, das noch nicht genannt wurde, aber das mir sehr wichtig ist, ist alles zu tun, um unseren Sozialstaat auch langfristig abzusichern, also soziale Sicherheit in Österreich zu gewährleisten. Sozialsystem sichern? Kann man so sagen? Wenn Sie es so zusammenfassen wollen. Wir werden dann über die Aspekte ja reden können. Ja, ist für uns was Neues, trotz allem. Herr Kern, was würden Sie, welches Reformvorhaben wäre für Sie das erste Projekt in einer allfällig neuen Regierung? Ja, für mich war das Wichtigste in den letzten Monaten, dass wir diese wirtschaftliche Trendwende schaffen. Das ist auch geglückt. Wir haben mehr Beschäftigung denn je. Das Wirtschaftswachstum ist wieder an der Spitze der Euro-Länder. Und jetzt geht es mir darum, dass wir diese Geschichte fortsetzen. Und das wichtigste Ziel aus meiner Sicht ist die Frage, wie kommen wir wieder zu Vollbeschäftigung in Österreich? Wie schaffen wir es, die Arbeitslosigkeit zu halbieren? Und zwar deshalb, weil wir wissen, dass an der Beschäftigung unsere Fähigkeit hängt, das Land zu modernisieren, zu investieren in Bildung, zu investieren in Sicherheit, zu investieren zum Beispiel auch in die Pflege, in die Pensionen und in eine Reihe von anderen Themen. Und deshalb halte ich es für wichtig, wenn ich ein zweites noch nennen dürfte, ausnahmsweise, ist nicht da gefallen vorhin, aber mir ist ganz wichtig auch die Thematik der Gleichberechtigung unserer Frauen in unserer Gesellschaft. Ich habe eine Tochter, ich möchte, wenn ich in 10 Jahren aus der Politik ausscheide, dass die dieselben Rechte hat, dieselben Möglichkeiten wie alle Mädchen in diesem Land und wie ihre Brüder. Aber Sie suchen es jetzt aus. Gleichberechtigung oder Arbeitsplätze, Vollbeschäftigung? Ich nehme alles, aber die Vollbeschäftigung, Vollbeschäftigung ist ein gutes Thema. Also Vollbeschäftigung, also wäre das Thema eben der SPÖ, damit haben wir alle 5. Damit haben wir alle 5, schauen wir uns das noch einmal eingeblendet kurz an, worum es jetzt in den nächsten Minuten gehen wird. Matthias Strolz hat also, um es zusammenfassend zu erwähnen und sozusagen eine Überschrift darüber zu bilden, Bildungsreformmaßnahmen genannt, Ulrike Lunacek, den Klimaschutz, die CO2-Reduktion mit verschiedenen Maßnahmen umzusetzen. Heinz-Christian Strache ist wichtig in einer ersten Maßnahme, in einem ersten Maßnahmenpaket im Falle einer Regierungsbeteiligung die Zuwanderung zu stoppen und die daran anknüpfenden Maßnahmen zu setzen. Sebastian Kurz will das Sozialsystem absichern im weitesten Sinn, lassen wir das als Überschrift einmal stehen, um dann nachher zur Diskussion darüber zu kommen. Und für Christian Kern war es im Wesentlichen die Vollbeschäftigung zu erreichen und Arbeitsplätze zu schaffen. Das also sind die 5 Themen, um die es jetzt in der nächsten Zeit dieser Diskussionsrunde gehen wird. Und beginnen wir, Herr Kern, gleich mit dem, was Sie eingebracht haben, mit der Vollbeschäftigung. Wie soll der Staat Arbeitsplätze schaffen? Ja, für mich ist ganz entscheidend, dass wir uns über ideologische Dogmen hinwegsetzen. Und in der Vergangenheit haben wir immer diskutiert, brauchen wir mehr Markt oder brauchen wir mehr Staatseingriffe. Und was wir in dieser Wahlauseinandersetzung erleben, sind völlig unterschiedliche Konzeptionen, die sich da gegenüberstehen. Also ich bin kein Anhänger, dass wir glauben, der Markt regelt alles. Wir müssen nur die Steuern für die großen Unternehmen senken. Wir müssen die günstigsten, billigsten Löhne haben, niedrigste Sozial- und Umweltstandards. Und dann geht es uns allen besser. Das funktioniert so nicht. Ich stehe für eine aktive Politik, die bewusst gestaltet.
Und das ist mein erklärtes Ziel, hier dafür zu sorgen, dass diese wirtschaftliche Erfolgsgeschichte Österreichs weitergehen kann. Und das müssen wir tun, indem wir ganz bewusst uns dazu entscheiden, ein Bündnis mit der Wirtschaft zu schaffen, mit all jenen Unternehmen, die bereit sind, Menschen Arbeit zu geben, in Arbeitsplätze zu investieren. Das können wir tun, zum Beispiel mit den Maßnahmen, wie wir sie beim Jobbonus entwickelt haben, auch bei den Beschäftigungsprogrammen für die älteren Arbeitslosen. Die gibt es ja schon. Also das, da erwähnen Sie jetzt Maßnahmen. Die muss man ausbauen, weil da gibt es Menschen über 50, die heute einfach keine Chance im System bekommen. Die können was, die wissen was, die sind leistungswillig und fähig. Die schreiben hunderte Bewerbungsschreiben und oft gibt es nicht einmal eine Antwort. Und für die Menschen müssen wir was tun. Und dann gibt es noch mehrere Säulen dieser Konzeption, über die man da reden muss. Das zweite ist die Innovation. Ist mir ganz wichtig, weil wir sind ein Land, das von seinem Erfindungsreichtum immer gelebt hat. Ich bin heute bei Böhringer Ingelheim gewesen. Die bauen ein riesiges neues Forschungszentrum in Österreich. Faszinierendes Projekt. Da wird in Österreich dran geforscht, Krebs zu einer heilbaren Krankheit zu machen. Und das Tolle ist ja, da geht es ja nicht nur um 500 Forschungsarbeitsplätze, sondern um eine Modernisierung der Wirtschaft. Und dahinter stecken ja die Installateure, die Buchhalter, die Architekten, die Notare, die Kellner, alle, die davon dann ein weiteres Auslangen finden. Aber vielleicht können wir das etwas konkretisieren. Was wären die Maßnahmen? Was wäre in einem ersten Gesetzespaket, das Sie im Nationalrat einbringen würden, drinnen an Maßnahmen? Jetzt haben Sie gesagt, der Ausbau zweier Maßnahmen, die es schon gibt, die älteren die älteren Arbeitnehmer. Aber was wären andere sehr konkrete Maßnahmen, die Arbeitsplätze schaffen könnten? Also was wir in dem Konzept vorgesehen haben, ist die Innovationsfähigkeit in Österreich zu stärken. Da brauchen wir Bündnisse zwischen den Unternehmen, zwischen den Universitäten, die wir haben, zwischen den Forschungseinrichtungen. Da haben wir mit einer Reihe von Projekten begonnen. Ich habe das Beispiel mit der Krebsforschung genannt. Wir haben auch Beispiele, wenn es um die Elektrifizierung des Automobils geht. Österreich ist ein Standort mit 300.000 Jobs im Automobilsektor. Der wird sich wandeln. Wir müssen an die Spitze dieses Wandels. Wir müssen dafür sorgen, dass hier genug wirtschaftliche Aktivität entsteht, dass diese Dinge zuerst bei uns passieren. Machen wir gerade zum Beispiel in Steyr mit der MAN-Gruppe. Also das ist einmal ganz wichtig. Da wollen wir alle Unternehmen, die in Österreich forschen, entwickeln, letztendlich massiv unterstützen. Das Zweite in dem Zusammenhang sind die öffentlichen Investitionen. Das ist für uns ein wichtiger Punkt. Wir wollen die auf einem hohen Niveau halten. Wir wollen, dass in unsere Infrastruktur weiter investiert wird, in Bildungseinrichtungen zum Beispiel, in schnelles Internet, Schlüsselfrage für die Zukunft, in effiziente Verkehrswege, für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann müssen wir als Dritten dann auch noch die Einkommen stärken, weil die Kaufkraft der Menschen zu stärken durch höhere Pensionen und höhere Löhne, indem wir zum Beispiel die Mindestlöhne erhöhen oder die kleineren und mittleren Pensionen deutlich erhöhen, ist auch so ein Beitrag, der zu einem ordentlichen Arbeitsplatzeffekt führt. Aber die Zusammenfassung ist, da gibt es nicht eine Maßnahme, sondern um dieses große Ziel zu erreichen, an dem so viel hängt, die Finanzierung unseres gesamten Staates, des Bildungswesens, der Sicherheit, der sozialen Vorsorge, brauchen wir eine Vielzahl von Maßnahmen, brauchen wir eine Gesamtstrategie, einen Plan, den wir uns erlaubt haben, mit diesem Plan A zu formulieren, vorzulegen. Und ich denke, das ist ein Konzept, das Österreich wirklich in der Lage ist, zu modernisieren und in eine faire, gerechte Zukunft zu bringen. Das Stichwort mehr öffentliche Investitionen will ich aufgreifen, Herr Strolz, damit zu Ihnen den Ball weiterspielen. Konzepte, die Sie so teilen können oder für die NEOS in eine ganz andere Richtung gehen müssen? Ja, wir haben einen anderen Ansatz, das ist korrekt. Ich bin, und das unterscheidet mich auch von anderen Spitzenkandidaten, mit der Erfahrung ausgestattet, 12 Jahre Unternehmer, habe Arbeitsplätze geschaffen. Unternehmer sind keine Kapitalisten, die auf der Yacht sitzen und irgendwie Menschen herumkommandieren, sondern die haben oft große Sorgen, zum Beispiel wenn die doppelten Gehälter kommen und man weiß nicht, der Umsatz hat nicht ganz so passt im letzten Monat, dann hast du auch mitunter eine schlaflose Nacht. Das heißt, wenn wir Arbeitsplätze schaffen wollen, und das ist ein ganz vordringliches Ziel, Herr Kern, da bin ich bei Ihnen, wir hatten die höchste Arbeitslosigkeit seit 70 Jahren zu Beginn des Jahres 2017, fast 500.000 Menschen saßen arbeitslos unter dem Weihnachtsbaum, unter dem Christbaum. Und wenn wir Arbeitsplätze schaffen wollen, dann müssen wir die Rahmenbedingungen für die Unternehmen, für den Unternehmergeist in Österreich ändern. Wir müssen die Bürokratie massivst zurückdrängen. Der Unternehmergeist wird gedögelt und am Gängelband durch die Manege gezerrt, dass den Leuten die Lust vergeht. In Estland Firmengründung 2 Tage, in Österreich 22 Tage. Von der Gewerbeordnung, die leider verunglückt ist, hier hat leider Sebastian Kurz die ÖVP gebremst. Wir mussten uns einhängen mit der Sozialdemokratie und mit der FPÖ, um überhaupt noch kleine Schritte zu bewegen im Juni.
Weil wenn die ÖVP an Wirtschaft denkt, denkt sie immer an Wirtschaftskammer, aber eben nicht an Unternehmergeist. Wir müssen die Lohnnebenkosten runterbringen, damit die Unternehmerinnen und Unternehmer auch bereit sind und auch das Signal bekommen, ja, wir wollen, dass ihr Leute anstellt. Das sind unendlich wichtige Signale und die sind ausgeblieben die letzten Jahre und da müssen wir ansetzen. Herr Kurz, Sie waren angesprochen, die ÖVP ist da nicht mitgegangen aus Sicht der NEOS. Sie würden nur an die Wirtschaftskammer denken. Welche Ideen hat aber die ÖVP, um Arbeitsplätze zu schaffen, Wirtschaftswachstum anzukurbeln? Also ich sehe da vieles ähnlich wie der Herr Strolz. Zunächst einmal, glaube ich, ist wichtig festzuhalten, dass nicht die Politik oder der Staat Arbeitsplätze schaffen, sondern es sind die Unternehmerinnen und Unternehmer und es sind die fleißigen Mitarbeiter in den Unternehmen, die eine so gute Arbeit leisten, dass es Gott sei Dank vielen österreichischen Unternehmen gut geht, dass sie wachsen können und dass mehr Arbeitsplätze entstehen können. Wie problematisch es ist, keinen Job zu haben und was das auch in einer Familie auslösen kann, das habe ich selbst miterlebt. Als ich Schüler war, hat mein Vater nach 30 Jahren Mitarbeit bei Philips auf einmal mit all seinen Kollegen den Job verloren, weil Philips sich aus Österreich zurückgezogen hat und woanders sich gestärkt hat. Das hat dazu geführt, dass er und seine Kollegen auf einmal mit über 50 von heute auf morgen, ohne irgendwas falsch gemacht zu haben, ohne Job dagestanden sind. Und er hat es Gott sei Dank nach einem Jahr geschafft, sich zurückzukämpfen und woanders in einer ähnlichen Branche, aber bei einem anderen Unternehmen wieder Fuß zu fassen. Aber viele haben es nicht geschafft. Und darum muss das große Ziel einer zukünftigen Regierung definitiv sein, alles zu tun, dass möglichst viele Menschen in Österreich Arbeit haben. Und da braucht es eine Trendwende. Denn vor 5 Jahren waren wir noch das Land mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit in ganz Europa. Heute sind wir nur noch auf Platz 9 mit 80.000 Menschen mehr ohne Job. Aber und was kann man tun? Was kann man tun? Darauf wollte ich das hinaus. Wichtigste aus meiner Sicht ist es, den Unternehmen, und ich sage da bewusst nicht nur Unternehmern, weil es werden auch oft den Mitarbeitern Steine in den Weg gelegt, den Unternehmen in Österreich, der Wirtschaft in Österreich, weniger Steine in den Weg zu legen. Ich war in Betrieben, in Tourismusbetrieben zum Beispiel diesen Sommer, da haben wir Köche gezeigt, dass sie Formulare unterschreiben müssen, dass Messer scharf und spitz sind und dass sie wissen müssen, dass man sich damit verletzen kann, weil staatliche Regelungen das vorsehen. Ich habe mit Reinigungskräften gesprochen, die haben unterschreiben müssen, dass sie Putzmittel nicht trinken dürfen, weil staatliche Regelungen das vorsehen und sie wissen müssen, dass das gefährlich für die Gesundheit wäre. Also ich glaube, was es dringend braucht, ist weniger an Regulierung, mehr Hausverstand und ganz entscheidend, bei Großprojekten wie dem Flughafen Wien zum Beispiel und anderen schnellere Entscheidungen. Dort wird seit 17 Jahren nicht entschieden, ob die dritte Piste ausgebaut werden darf oder nicht. Und das würde, dieses Projekt alleine würde unzählige Arbeitsplätze schaffen. Also ich glaube, die Politik hat es insofern in der Hand, indem sie auf weniger Regulierung setzt und den Menschen, den Mitarbeitern und den Unternehmern hoffentlich in Zukunft weniger Steine in den Weg legt. Herr Strache, ist es Überregulierung, dass Arbeitsplätze verhindert oder auch hohe Arbeitskosten, Lohnkosten für die Unternehmer? Ja, ich komme ja auch selbst aus der Praxis. Ich habe ja alle Bereiche durchlaufen. Ich habe eine Berufsausbildung gemacht, ich war Arbeiter oder Angestellter, ich war dann Unternehmer, habe ja auch Jobs gegründet, nicht als Rhetoriktrainer, sondern als Zahntechniker mit meiner Hände Arbeitskraft, ja, und habe letztlich damals erlebt, welche Hürden da einem natürlich in den Weg gelegt werden. Und da sind wir beim Thema. Die Politik hat die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit man überhaupt Gründerinitiativen widersetzt. Und das wird ja heute schon verunmöglicht. Also heute könnte ich mich nicht mehr in der Form selbstständig machen wie damals als junger Mann mit 23 Jahren, weil man den Kredit gar nicht mehr bekommen würde aufgrund einer Kreditklemme, aufgrund der nicht vorhandenen Finanzierungen Basel III und vieles mehr. Das heißt, da müssen wir uns was überlegen. Die Auflagen, die unglaublich hoch waren, bürokratische Auflagen, ja, Thema Gewerbeentflechtung ist ja auch angesprochen worden, da muss man ansetzen. Und natürlich auch die Höchststeuerbelastungen, die müssen runter. Das heißt, wir müssen bei den Einkommensteuern, bei den Lohnnebenkosten Senkungen ansetzen, damit der Standort insgesamt wieder attraktiver wird und auch Kapital bereit ist, hier sich anzusiedeln, Betriebe zu gründen, Arbeitsplätze zu schaffen, damit wir diese Arbeitslosigkeit auch überwinden. Und die Arbeitslosigkeit ist natürlich auch durch politische Fehlentscheidungen in den letzten Jahren, weil der Standort unattraktiver geworden ist, auch mitverursacht worden durch die Politik. Das muss man sagen. Und dann gibt es natürlich die vielen Mechanismen, vor denen wir seit Jahren gewarnt haben, nämlich natürlich auch günstige osteuropäische Arbeiter, die gekommen sind,
die im untersten Kollektivvertragsbereich einsteigen und damit natürlich Arbeitnehmer in Österreich, Österreicher, aber auch gut integrierte Arbeitnehmer, die bereits seit 20 Jahren hier sind, verdrängen in die Arbeitslosigkeit, weil die können sie nicht leisten, im untersten Kollektivvertragsbereich zu arbeiten, weil sie ihre Familie dann nicht ernähren könnten. Und da haben wir Handlungsbedarf. Das heißt, hier müssen wir in einer Verantwortung gegensteuern. Frau Lunacek, weil Herr Strache gerade gesagt hat, der Standort ist aus verschiedenen Gründen unattraktiver geworden, auch aufgrund so mancher Auflagen, die Umwelt betreffend, die beispielsweise die Industrie davon abhält, die eine oder andere Investition zu tätigen.